Während die Energie für die nächste Phase zu steigen beginnt, nehmen auch die Schmetterlinge und das Zittern der Vorfreude zu. Da einige von euch in einem nicht gerade idealen Umfeld aufgewachsen sind, könnte dies fälschlicherweise für Unruhe oder Angst gehalten werden. Eines der Dinge, die jetzt eingeführt werden, ist eine Möglichkeit, eure Emotionen klar zu erkennen. Anstatt euch auf eure alten Gewohnheiten zu verlassen, seid ihr heute eingeladen, einen Schritt zurückzutreten, zu atmen und wirklich zu spüren, was auf euch zukommt. Die Welt mag im Chaos versinken, aber das bedeutet nicht, dass ihr daran teilnehmen müsst. Wisset, dass das Universum euch immer führen und euch bei eurem persönlichen Fortschritt unterstützen wird. Indem ihr den Frieden und die Liebe aufrecht erhaltet, die ihr so reichlich verdient, strahlt ihr auf die bestmögliche Weise auf eure Welt aus.